Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nach längerer Zeit gibt es mal wieder ein neues, denn die Entwickler vom Elementor Page Builder haben mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht ein deutsches Tutorial machen will, wie man damit irgendwie eine kleine Website baut. Und das habe ich zum Anlass genommen, dass wir mal gemeinsam mit dem Elementor Page Builder eine kleine Landingpage zusammenbauen. Das Video ist etwas länger geworden, als ich es eigentlich erwartet habe. Deshalb gibt es das Ganze auch in zwei Parts. Dann viel Spaß beim Zuschauen nach dem Intro. Und damit willkommen zurück auf dem Bildschirm. Wir sind jetzt direkt schon auf der Demo-Installation von einem WordPress-Blog, den ich einfach mal angelegt habe. Und ich habe jetzt hier einfach mal schon ein bisschen gebastelt und habe jetzt hier eine Landingpage, Unternehmensseite, wie man es auch mal nennen will, relativ kurzfristig zusammengebaut. Und in diesem Video schauen wir uns an, wie wir so eine Seite oder eine ähnliche nachbauen können, also wie ihr das machen könnt. Und dazu werden wir den Elementor-Builder, wie bereits erwähnt, benutzen. Der ist übrigens kostenlos, also in seiner Basisversion, und bietet dafür schon relativ viele Funktionen. Und kann natürlich dann ergänzt werden mit einer Pro-Version, die dann noch ein paar Features mehr hat. Aber um grundsätzlich mal eine einfache Landingpage zu bauen, mit den grundsätzlichen Standardelementen, reicht es vollkommen aus, wenn ihr erstmal mit der kostenlosen Version startet. Und natürlich funktioniert dieser Builder natürlich nicht ohne Template. Und da gibt es eine Reihe von Templates, die unterstützt werden. Ich kann euch da entsprechend auch einen Link in die Beschreibung packen. Und in meinem Fall habe ich mich da für das Theme Astra entschieden, was übrigens auch kostenlos ist. Es gibt natürlich auch ein paar Premium-Themes für den Builder. Aber Astra ist eigentlich eine relativ solide, kostenlose Lösung und lässt sich im Endeffekt ganz einfach hier auch über das Dashboard hinzufügen, sprich geht auf Themes hinzufügen und sucht dann hier nach Astra, so geschrieben wie das Automodell, und dann könnt ihr es einfach installieren und auch aktivieren. In meinem Fall ist das schon passiert. Danach braucht ihr natürlich den Builder. Da habt ihr dann zwei Optionen. Entweder ihr kauft euch die Pro-Version und ladet den Builder von der offiziellen Seite herunter, oder ihr geht logischerweise nicht auf Design, sondern auf Plugins und geht dann hier auch auf Installieren und gebt dann hier Elementor ein. Dann seht ihr hier, der Elementor Page Builder ist schon aktiv bei mir und auch schon installiert. Ihr müsst dann entsprechend natürlich den auch installieren und aktivieren. Es gibt noch, wie ihr seht, auch schon eine ganze Reihe von anderen Add-ons noch für den Builder. Kann man sich vielleicht auch mal anschauen. Noch ein kurzer Blick hier auf die Elementor-Einstellungen. Im Wesentlichen kann man hier definieren, für welche Beitragsarten ich den Builder freischalten möchte. Sprich, möchte ich Beiträge mit dem Builder erlauben oder nicht? Möchte ich zum Beispiel sagen, dass nur Seiten damit gebaut werden, oder möchte ich es noch zusätzlich aktivieren für irgendwie Portfolio-Beiträge, sofern mein Template das unterstützt? In dem Fall ist es bei Astra das nicht der Fall. Und ich kann genauso sagen, okay, wenn du nur ein Autor bist oder ein Editor, dann darfst du diesen Builder nicht benutzen. Subscriber bzw. Abonnent, das ist ja die unterste Stufe, macht in dem Fall eigentlich wenig Sinn, weil der sowieso eigentlich, der keine Seiten oder Beiträge bearbeiten darf. Es gibt noch ein paar andere Einstellungen, so ein paar grundsätzliche Sachen wie zum Beispiel die Inhaltsbreite oder den Widget-Abstand. Wer da irgendwie das eine besondere Einstellung möchte, kann auch das gerne ändern. In der Regel braucht man das aber nicht. Wie schon erwähnt, wir bauen eine Seite. Ich habe hier, wie gesagt, eine
diese Seite Home schon mal vorgebaut und werden uns ein bisschen daran orientieren, dass wir auch sowas in die Richtung bauen. Und im Endeffekt können wir eigentlich direkt loslegen. Wenn wir eine neue Seite anlegen, dann beginnt erstmal alles ganz klassisch wie bei WordPress. Ich gebe jetzt hier einfach einen Namen ein, zum Beispiel Landing Page. Und kann jetzt hier noch ein paar Einstellungen treffen, wenn ich das möchte, brauche ich aber eigentlich nicht. Und drücke einfach veröffentlichen oder eben speichern, wenn ich es noch nicht veröffentlichen möchte. Und wenn ich dann auf mit dem Elementor-Bilder bearbeiten klicke, komme ich in diese Ansicht. Jetzt kommen wir auch schon zu einem sehr großen Vorteil von diesem Bilder. Der hat nämlich eine Art visuellen Composer, einen visuellen Bilder auf, direkt auf, man könnte sagen, dem Frontend. Und ich kann jetzt relativ einfach hier Elemente reinsetzen. Also zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt eine Überschrift hier haben. Dann habe ich hier eine Überschrift, ja. Die hat jetzt diesen Style, diese Farbe. Ich kann auch direkt hier reinschreiben. Zum Beispiel kann ich jetzt schreiben, okay, was bieten wir an? Wir bieten tollen Service. Punkt. Und wie ihr seht, hier links hat sich dann auch automatisch schon eine Bearbeitungsfenster geöffnet. Ich kann dann also auch hier schreiben. Ich kann dem Ganzen einen Link hinzufügen. Ich kann die Größe ändern, kann zum Beispiel sagen, okay, es soll ganz klein sein oder es soll XL, riesig, wie ich es möchte. Kann ich hier die Größen definieren? Also ich denke mal, XL würde ganz gut passen. Und da es die erste Überschrift ist, bietet es sich natürlich an, daraus eine H1 zu machen. Wir machen das jetzt mal in die Mitte. Weiterhin könnt ihr natürlich die Textfarbe ändern. In dem Fall ist jetzt dieses Blau vielleicht mir ein bisschen zu grell und wir wollen vielleicht dahinter gleich noch ein Bild legen. Wenn es jetzt weiß wäre, würde ich irgendwie so einen Grau- bis fast Schwarzton nehmen. Da wir aber jetzt ein Bild dahinter legen, mache ich es mal direkt weiß. Jetzt werden wir es erstmal nicht mehr sehen. Und wo ich lasse es nochmal kurz schwarz, da kann ich euch noch kurz die Typografie-Option zeigen. Wir können jetzt nochmal hier eine manuelle Größe definieren, sprich, wir können das so groß machen, wie wir wollen. Wir können eine spezielle Schriftart einstellen. Da gibt es Systemschriften, Google-Schriften, also wirklich eine riesen Auswahl, die wir einfach jetzt hier einstellen können. Ich sage, okay, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Oder kann auch wieder zurück auf die Vorgabe gehen. Ich kann den Schriftschnitt ändern, das heißt, ich möchte es lieber dick oder lieber dünn. Oder ich lasse es einfach nach Vorgabe. Kann es auch einstellen, okay, es soll immer groß geschrieben sein, egal was ich eingebe. Kann es kursiv machen, also eine ganze Reihe von Einstellungen habe ich hier. Buchstabenabstand, Zeilenhöhe, einen Textschatten kann ich auch noch definieren. Wirklich relativ viele Einstellungen. Hier das letzte Fenster ist vielleicht noch ganz interessant, wenn ich irgendwie unzufrieden bin mit dem Abstand, kann ich hier nochmal zusätzlich eine Margin bzw. ein Padding definieren, also einen Innenabstand und einen Außenabstand. Und ich kann dem Ganzen zusätzliche CSS-Klassen geben. In der kostenlosen Version ist das direkte Eingeben hier von Custom CSS übrigens nicht möglich, aber wer sich eh mit CSS auskennt, wird auch in der Lage sein, einfach eine CSS-Klasse hier zu vergeben und dann entsprechend irgendwo den, zum Beispiel in den Theme Options oder wo auch immer es möglich ist, den CSS-Code einzufügen. Wenn wir jetzt übrigens hier auf diese Punkte gehen, dann kommen wir immer zurück in diese Übersicht. Ja? Also wenn ich auf ein Element gehe, komme ich in eine Bearbeitung. Wenn ich hierauf gehe, komme ich zurück in diese Übersicht und kann jetzt zum Beispiel noch einen Text einfügen. Ich sehe jetzt hier, okay, könnte jetzt hier den Text drin lassen. Ich lasse den jetzt einfach mal drin, das ist ein Beispieltext. Könnte das Ganze noch mittig setzen. Könnte die Textfarbe anpassen, auch wieder hier Typografieoptionen einblenden oder ausblenden, um da eben meine persönlichen Einstellungen vorzunehmen. Und natürlich auch wieder hier eine ganze Reihe von CSS und Zusatzeinstellungen. Es dreht sich eigentlich immer alles um Abschnitte, genauso wie ihr es vielleicht von anderen Theme-Bildern auch kennt. Das heißt, ich kann neuen Abschnitte hinzufügen, wie dann hier zum Beispiel die Spaltenstruktur aus. Okay, möchte ich 2 Spalten, möchte ich 3 Spalten oder 4 Spalten haben? Oder möchte ich eine ganz normale einspaltigen Abschnitt haben, dann mache ich es einfach so.
Ich kann dann aber auch hier mit dem Plus, beziehungsweise falsch, hier mit dem Plus kann ich weitere Abschnitte hinzufügen und die dann auch entsprechend wieder löschen, wenn ich sie nicht mehr haben möchte. Und natürlich mit X lösche ich immer alles. Okay, wie können wir jetzt den Hintergrund ändern von dieser Sektion oder von dem Abschnitt ganz oben? Wir klicken auf den Abschnitt drauf und links ändert sich wieder hier das Einstellungsmenü des Abschnitts. Ich kann jetzt den Spaltenabstand ändern, ich kann die Höhe ändern, zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich soll eine Mindesthöhe geben, damit ich irgendwie ein bisschen Platz habe und mein Hintergrundbild auch sehen kann. Ich kann sagen, okay, wo soll mein Content liegen? Soll der oben sein? Soll der in der Mitte sein? In dem Fall bietet es sich natürlich an, den in die Mitte zu legen, sieht dann schön symmetrisch aus. Und in dem Tab Style hier oben kann ich dann auch einen Hintergrundtyp einstellen. Es gibt dann auch wieder drei verschiedene Möglichkeiten. Einmal eine Farbe zum Beispiel, könnte ich es jetzt einfach schwarz machen. Oder ich mache es blau. Oder ich lasse es weiß. Ich kann ein Bild einstellen. Und dazu habe ich jetzt hier auch schon mal ein bisschen Demo-Content eingeladen. Ich nehme jetzt einfach mal hier diese Häusertürme, die ich übrigens von Stocksnap habe. Könnt ihr auch drauf gehen, wenn ihr irgendwie Bilder braucht. Und kann dann hier noch definieren, ob sich das, welche Position das Bild haben soll, ob es sich wiederholen soll, welche Größe das haben soll, zum Beispiel Cover, dann ist es immer passend in der passenden Größe. Wenn ich sage No Repeat, dann wiederholt sich das nicht. Und wie wir jetzt sehen, sollten wir die Schrift auf jeden Fall mal idealerweise weiß machen. Dazu gehe ich wieder zurück auf die Schrift hier, also auf die Überschrift und wähle dann einfach die Textfarbe weiß. Und genauso mache ich das hier mit der Unterüberschrift, mache ich die weiß und ich könnte jetzt auch noch die ein bisschen absetzen und der einen etwas dunkleren oder sehr hellen Grauton, wie man es auch immer nennen will, geben. Wie wir sehen, können wir die Schrift immer noch nicht so gut lesen. Wir haben aber die Möglichkeit, im Elementor-Bilder, wenn wir wieder auf den Abschnitt gehen unter Style, eine sogenannte Hintergrundüberlagerung zu definieren. Auch hier gilt wieder, ich kann es klassisch machen oder ich kann Verlauf wählen. Drücke ich drauf, kann ich, können sogar wieder ein Bild nehmen. Vielleicht interessant für jemanden, der eine Struktur oder sowas darstellen möchte. Für uns aber reicht eine einfache Farbe. Ich könnte, oder es bietet sich natürlich jetzt an, einfach schwarz zu nehmen. Ich könnte aber auch einen Blauton nehmen, wenn mir das gefällt. Je nachdem, wie die Gestaltung meiner Seite eben aussehen soll. Darunter gibt es einen Regler, der regelt die Transparenz. Also ich kann das sehr, sehr dunkel machen, aber ich kann das auch sehr, sehr hell machen. Und wir wählen jetzt einfach mal so ein Mittelding, sodass man das den Inhalt noch sehr gut lesen kann. So, dann haben wir schon mal einen ersten Abschnitt. Ich hatte vorher in meiner Demo noch ein Logo drin, das können wir einfach mit dem Bild-Tool einfügen. Jetzt haben wir erstmal einen riesigen Placeholder. Das ist natürlich weniger schön. Ich will jetzt einfach hier dieses Demo-Logo aus, was ich sowieso schon mal hochgeladen hatte. Ist es vielleicht auch ein bisschen groß. Das mache ich mal ein bisschen kleiner, sage dann hier Höhe 40. Okay, das ist ein bisschen zu klein, also hat sehr viel Platz umrum. Ja, so zum Beispiel könnte ich das jetzt machen. Aber ihr seht, da habt ihr auf jeden Fall keine Grenzen, was die Einstellungsmöglichkeiten rund um euer Logo angeht. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist einen Button hinzufügen oder zwei Buttons. Hier kann man gleich eine interessante Funktion noch eingehen. Wir können nämlich auch noch Spalten in die Abschnitte selbst reinsetzen. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe oben eine Überschrift und könnte jetzt in denselben Abschnitt nochmal ein dreispaltiges Layout machen. Das ist zum Beispiel spannend, okay, ich möchte oben eine breite Überschrift haben, aber darunter dann verschiedene einzelne Bilder nebeneinander setzen. Und hier bietet es sich natürlich an, das bei zwei Spalten zu belassen, aber ich könnte jetzt auch x Spalten mehr hier einfach in dem Plus-Symbol hinzufügen. Ich drücke jetzt einfach mal Plus und wähle jetzt einfach den Button aus und hätte jetzt erstmal hier so einen Standard-Button drin. Wenn ich jetzt auf den Button raufgehe, beziehungsweise kommt eigentlich automatisch, habe ich direkt hier
diese Bearbeitungsvorgabe, könnt den Stil ändern. Gibt es dann so ein paar vordefinierte Stile, was mir da gefällt. Also im Wesentlichen ändert sich nur die Farbe. Ich lasse es jetzt einfach mal Standard und gebe dem Button einen anderen Text, zum Beispiel über uns. Könnt jetzt hier einen Link definieren. Ich lasse es einfach mal in Hashtag drin stehen. Und ich kann natürlich eine Ausrichtung definieren. Macht natürlich jetzt Sinn, wenn ich jetzt hier zwei Buttons nebeneinander setzen will, dass ich die Buttons hier in dem Fall nach rechts ausrichte und auf der anderen Seite nach links. Okay, wenn ich jetzt das Design ändern will, dann gehe ich natürlich wieder auf Style, ganz einfach. Und könnte jetzt hier zum Beispiel die Textfarbe ändern oder die Hintergrundfarbe. In meinem Fall, ich will vielleicht einen Blauton haben, passt irgendwie besser zum Gesamtbild der Seite, also Hintergrund blau. Genauso könnte ich einen Rahmen definieren, einen durchgezogenen zum Beispiel. Mach den jetzt ein Pixel breit und mach den zum Beispiel auch nochmal blau. Und hätte jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, der Hintergrund, der soll transparent sein. Jetzt ziehe ich das einfach nach unten und definiere jetzt zum Beispiel auch die Textfarbe als blau. Hätte ich jetzt so einen Outline-Button, gefällt nicht jedem. Könnte man aber auch machen und könnte dann zum Beispiel mit Hover die Textfarbe auf weiß setzen und die Hintergrundfarbe auf blau sowie die Rahmenfarbe auf blau. Wenn ich dann auf den Button gehe, dann seht ihr, aha, er wird ausgefüllt. Ich kann dir ganz noch einen Border Radius geben, dann habe ich zum Beispiel einen eher rundlichen Button oder also leicht angerundeten Button oder ich lasse es eben harte Kanten bleiben. Dann gibt es den Innenabstand, ist auch noch spannend, somit kann ich definieren, wie groß der Button eigentlich sein soll. 15 Pixel ist gar nicht ganz in Ordnung oder ich mache 18 Pixel. Kann übrigens hier mit diesem Symbol bestimmen, ob die Werte verknüpft sein sollen. Also sprich, in dem Fall jetzt sind die Werte verknüpft, das heißt, ich gebe hier irgendwas ein, zum Beispiel 80 und alle Seiten werden 80. Ja? Wenn ich jetzt sage, okay, links und rechts möchte ich mehr haben als unten und oben, dann muss ich jetzt die Werte das hier auflösen, dass die Werte nicht verknüpft sind. Und könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, links 28 und rechts 28. Ich mache das Ganze jetzt mal noch im normalen Modus. Die Textfarbe mal weiß und die Rahmenfarbe auch. Finde ich, kann man einfach etwas besser sehen auf dem dunklen Hintergrund. Und ansonsten brauche ich jetzt gar nicht so viele Einstellungen noch treffen. Ich könnte jetzt noch die Typografie ändern, wenn mir das wichtig wäre. Ich könnte dann die Schriftgröße etwas größer machen. Zum Beispiel 16. Auch hier natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel die Schrift capitalized, also groß geschrieben einzustellen und noch, natürlich noch ein paar weitere typische Schrifteinstellungen. Wenn mir das der Button jetzt so gefällt, dann möchte ich vielleicht noch einen auf der anderen Seite haben und wir wollen natürlich jetzt nicht wieder hier hingehen und einen komplett neuen Button reinziehen auf die rechte Seite, sondern wir sagen, okay, es soll genauso aussehen, dann haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, wir duplizieren diesen Button, also kopieren ihn. Dazu gibt es dieses Symbol hier. Ich drücke da drauf, habe jetzt noch einen zweiten Button, schiebe den hier rüber, muss natürlich jetzt noch die Ausrichtung anpassen, also klicke ich wieder hier drauf und wähle jetzt eben linksbündig. Jetzt will ich da vielleicht einen anderen Text haben, zum Beispiel Preise und hätte jetzt zwei verschiedene Button, die zu zwei verschiedenen Richtungen führen. So, wenn ich jetzt das hier erstellt habe, dann möchte ich vielleicht noch einen weiteren Abschnitt und dort wieder irgendwie eine Überschrift haben, ziehe ich dann hier rein, mache ich zum Beispiel mittig, okay, Textfarbe, lieber einen dunkleren Ton haben und ansonsten gefällt mir das ganz gut, eine H2 passt ja auch und dann hätte ich zum Beispiel gerne diese Iconboxen, die ich auch erstellt habe. Also zum Beispiel könnte ich jetzt schreiben, unser Service
Und würde jetzt im weiteren Schritt diese Spalten nehmen, die wir schon mal benutzt haben, und dann einfach eine dritte Spalte noch hinzufügen. Wie ihr seht, das ist alles ein bisschen eng jetzt hier. Da kann ich natürlich entgegenwirken, indem ich sage, okay, ich drücke hier drauf, gehe auf Erweitert und ändere den Innenabstand nach oben und unten. Also Werte verknüpfen mache ich aus, mache nach oben 80 Pixel und nach unten 80 Pixel. Und schon ist das Ganze ein bisschen freier sozusagen. Genauso hätte ich gerne noch einen Abstand zwischen der Überschrift und den eigentlichen Inhalten unten. Dazu gibt es das Modul Abstand. Das schiebe ich jetzt einfach hier rein. Und ich kann natürlich auch hier mit so einem Regler wieder definieren, okay, wie viel Abstand möchte ich dazwischen eigentlich haben. Die 50 Pixel haben mir eigentlich ganz gut gefallen, also lasse ich die jetzt erstmal so stehen. Um da in eine Icon-Box reinzumachen, wie drüben, könnte ich jetzt entweder ein Icon nehmen hier, dann das Icon reinmachen und dann irgendwie einen Text runter. Oder ich nehme mir so die vordefinierte Icon-Box und schiebe die hier rein und bekomme eigentlich schon das, was ich im Endeffekt haben will, direkt raus und kann letztendlich die Inhalte dann einfach entweder direkt hier wieder bearbeiten oder eben hier drüben und schreibe irgendwas hin. Zum Beispiel tolle Erfolge und wähle mir ein passenderes Icon. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Icons. Das ist der Font Awesome Icon-Satz. Ja, kann sein, dass man überhaupt nicht durchblickt da. Dann bietet es sich zum Beispiel an, nach Font Awesome mal zu googeln und sich auf der Seite von denen anzuschauen, was es alles für Icons gibt. Also da gibt es eine ganze, ganze Menge. Und die könnt ihr dann einfach hier einfügen. So, und auch natürlich hier kann ich mir die Duplizieren-Funktion nehmen und kann so ganz einfach alle Spalten ausfüllen und könnte dann jetzt hier die Inhalte wieder ändern. Sage hier zum Beispiel mehr Erfolg und hier schreibe ich zum Beispiel hin langfristig. Ja, nur so als Beispiel. Kann dann auch hier wieder ein anderes Icon hinmachen. Was gefällt mir denn jetzt? Zum Beispiel auch dieses sich selbst freunde Kind. Und hier hätte ich zum Beispiel gerne, was passt da? Irgendwie eine Uhr zum Beispiel. Könnte irgendwie für langfristig stehen. Und schon habe ich hier so eine drei Icon-Boxen und unser Service geschrieben und irgendwie steht schon mal ein bisschen Inhalt.